Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren. Also, ich begrüße euch zum heutigen Workshop für den Donnerstagabend. Wir haben diesmal die Themen erweitert. Viele Themen kamen dazu von der Chantal. Und heute Abend wäre das Thema meine Freundschaften, mein Lebensumfeld, mein Netzwerk. Was fehlt mir noch? Wie kann ich das erreichen? Was ist meine Strategie? Lösungsansätze? Wer hilft mir? Ja, das ist das Thema. Das hängt auch damit zusammen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir auch gute Gesprächspartner. Meine Empfehlung ist ja, suche dir mindestens zwei Herzensmenschen, mit denen du über alles reden kannst, vor allem über das politisch Unkorrekte, weil das ist das Wichtigste. Und treffe dich regelmäßig. Ich habe schon mit vielen telefoniert, die isoliert sind oder alleine sind und keine Gesprächspartner haben, sogar mit ihren Lebenspartnern oder mit ihrer Frau, mit ihrem Mann nicht über das reden können, was gerade abgeht oder was ihnen wichtig wäre. Und das ist natürlich dann viel schwieriger, um sich weiterzuentwickeln, um sich wohlzufühlen. Und deshalb ist das ein wichtiges Thema, unser Umfeld, unsere Freundschaften, auch unser Netzwerk für uns selber. Und andererseits ist es auch sehr wichtig, wenn wir etwas machen wollen zusammen, ein Projekt oder eine Firma oder irgendetwas, was uns am Herzen liegt, was wir gerne in die Welt bringen möchten. Da brauchen wir ja dann auch andere Menschen, mit denen wir etwas zusammen unternehmen können. Das wäre das Thema für heute Abend, dass wir uns da einfach mal darüber austauschen. Wie geht es uns mit unserem Freundeskreis, mit unserem Netzwerk und die Erfahrungen austauschen? Wie kommt man da weiter? Was könnte man da noch machen? Was fehlt mir noch? Ja, das wäre so das Thema. Und ich gebe jetzt das Wort weiter an die Glücksfee. Ihr könnt euch alle wünschen, was ihr jetzt gerne für eine Kleingruppe hättet. Ja, ich bin noch am Mischen. Mischen. Wir treffen uns wieder um 8:55. Aha, 8:55. Okay, gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo zusammen. Hallo. Sind wir, wieder zurück. Aus den Kleingruppen. Wir haben uns mal getroffen, die Sonja und die Chantal und ich, um darüber zu reden, wie geht es weiter mit den Workshops. Und ihr habt vielleicht gesehen, es gibt jetzt eine Erweiterung von 12 Themen auf 21 Themen, die wir vorbereitet haben für diese Workshops. Und wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht, es wäre an sich gut, wenn wir ein bisschen erzählen, was haben wir damit angefangen, mit dem, was wir besprechen in diesen Online-Workshops,
Wie konnten wir das in unseren Alltag integrieren? Konnten wir etwas umsetzen? Hat es uns etwas gebracht? Sind wir da angestanden? Haben wir noch Fragen? Und so weiter. Und ich würde gerne mal euch die Gelegenheit geben, wenn ihr etwas erzählen möchtet von euren Erfahrungen vom letzten Workshop oder von einem, an dem ihr schon teilgenommen habt. Eine Minute pro Person könntet ihr etwas erzählen. Ja, gerne. Hier spricht Martin. Soll ich? Ja. Ja, also, wir haben es leicht dadurch, dass wir zu zweit als Paar die letzten beiden Workshops miterlebt haben. Und im Grunde war das Schöne und Besondere dann das, dass wir in unserem gemeinsamen Alltag das immer wieder, wenn es gerade gepasst hat, aufgreifen konnten. Und wir haben festgestellt, das ist lebendig gewesen, was wir bisher geteilt haben mit euch. Sonst wäre das nicht gekommen bei uns so, durch kleine Anlässe, also ein Stichwort, eine Gegebenheit. Immer wieder ein positives, warmes, schönes Erinnern an das, an die Gespräche, an die Workshops. Danke. Möchte noch jemand etwas erzählen? Oder auch zu den Kleingruppen oder jetzt zu dem Thema von heute. Ihr könnt wählen. Veronika? Ja, ich mag noch was sagen zu dem Allgemeinen. Ich war jetzt bei einem Workshop bis jetzt dabei und fand es eben sehr spannend und habe da auch wirklich Sachen mitgenommen. Und zwar, Markus, wie wir schon gesprochen haben, die Kommunikation. Wie kann ich Kommunikation gestalten? Die Struktur, die hier gegeben ist in der Kommunikation, macht das Ganze auch sehr spannend. Weil das eine Art ist, die wäre mir nie eingefallen. Würde ich nie machen. Aber irgendwie hat es was. Trotzdem. Man kommt trotzdem zu Wort, wird trotzdem gehört und gesehen. Jeder kommt zu Wort. Es sei denn, die Zeit läuft mal wieder davon. Genau. Und ich habe das Gefühl, dass ich da eine Menge mehr mitnehme als von dem jeweiligen Thema. Und zwar genau das, was ich mir gewünscht habe, Umgang miteinander, Gestaltung von diesen Räumen. Genau. Danke. Ja, wer möchte noch etwas sagen? Ja, ich möchte auch gerne was sagen. Also für mich ist es jedes Mal eine Bereicherung und Vertiefung, sowohl deine Beiträge als auch die Gespräche in den Kleingruppen, weil eben für mich das allerzentralste Anliegen, sagen wir mal, Thema Menschlichkeit immer wieder auf verschiedene Art und Weise zur Sprache kommt. Und ich merke auch, mir geht es dann emotional immer noch ein paar Tage nach, sowohl von den Inhalten als auch der Tiefe der Begegnung. Das hat schon bei der Vorabklärung angefangen, am einstündigen per Telefongespräch, wo du dann im guten Sinne für mich die Teilnehmer selektionierst, ob jemand wirklich sich bereit ist, auf diese Tiefe einzulassen. Und ich bedauere das jedes Mal, wenn ich einmal nicht teilnehmen konnte. Letzte Woche war ich auch unterwegs, hatte technische Probleme, konnte mich dann innerhalb einer halben Stunde mit meinem alten Laptop dann nicht ins Zoom einwählen und so. Und dann habe ich immer gemerkt, dass das war wie ein Verlust. Ja, und ich freue mich immer schon auf das nächste Mal, weil es immer wieder anders ist, aber so eine Tiefe hat, die ich sonst im Alltag leider nicht so oft erlebe, von Menschlichkeit, seelisch, geistig, so essentielle Werte, Begegnungen und so. Danke vielmals. Danke. Ja. Wer möchte noch etwas sagen? Ich bin's, Andrea. Wenn ich noch was sagen kann. Ja. Ich setze an, wo Martin beendet hat. Das ist für mich beeindruckend gewesen, wie gut es funktioniert, wenn man Struktur in die Sache reinbringt. Also zum Beispiel eben diese Art der Moderation oder die vorgegebenen Themen. Ich habe jetzt auch diese Liste angeschaut. Ich bedauere selber, dass ich nicht zuvor schon teilgenommen habe, weil alle Themen so spannend sind, aber
ich brauche nicht zu bedauern, weil alles, was kommt, kommt richtig. Aber es ist wirklich, ich lerne jeden Tag, also von diesen zweimal die Woche, weil ich lerne, wie die Struktur wichtig ist und zum Beispiel, wie du jetzt, Markus, Informationen von uns genommen hast, sofort schon integriert hast in eine nächste Struktur, das schon bereits auf deiner Webseite ist. Und so kann etwas auch entstehen. Und das ist für manche Menschen vielleicht so wie für dich selbstverständlich, aber ich habe da ein schönes Lernpotenzial. Also mir gibt das was. Ja, danke. Ja, ich muss da noch ein bisschen etwas korrigieren. Das war nicht ich, sondern es waren, glaube ich, 6 Vorschläge, die kamen von der Chantal. Ja. Die Chantal hat viele Vorschläge gemacht und ich habe die dann ausformuliert. Die Formulierung ist von mir, aber die Themen kamen von der Chantal. Chantal, vielleicht willst du auch selber etwas dazu sagen. Hört ihr mich? Das Mikrofon. Ja? Jetzt ja. Ja. Also jetzt höre ich euch gut mit den Kopfhörern und reden kann ich, glaube ich, ins Handy. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ja. Ich habe so viele Ideen und würde die gerne alle umsetzen, aber das ist, glaube ich, so meine Schwäche, das Umsetzen. Und da erfüllt dann so der Markus eigentlich die Aufgabe, das dann auch zu konkretisieren, was ich so alles im Kopf habe und gerne tun würde. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir uns da auch so ergänzen, dass ich die Ideen bringen darf und gleichzeitig aber auch mitgestalten. Weil meine Schwäche ist so, das auch in die Welt setzen, das Umsetzen und das Tun. Und das ist aber genau das, worum es ja auch geht bei persönlicher Veränderung oder worum es auch in den Workshops geht, das Austauschen und dann das Umsetzen in den Alltag. Und da habe ich auch noch sehr viel zu lernen und es freut mich mega, dass meine Ideen auch andere, ja, weiterbringen darf oder helfen oder unterstützen darf. Und dass der Markus halt diesen Rahmen auch anbietet, das finde ich sehr toll. Und ja. Und ich finde es sehr danke. Schön. Dass, okay. Danke. Darf ich was sagen dazu? Ja. Ja, das spricht mich auch sehr an, Chantal. Das geht mir ganz ähnlich. Ich habe unglaublich viele Ideen und die Umsetzung ist schwierig und es wäre schön, das so zu formulieren, dass schon allein die Ideen zu haben und dann irgendwie zu kommunizieren, ist, damit setzt du ja etwas in die Welt. Das allein ist schon eine Wirkung. Und was ich mir für mich wünsche, ist eine Gewissheit, dass selbst dann, wenn ich es auch nicht kommuniziere, ich etwas in die Welt setze. Allein dadurch, dass ich da bin. Und ja. Was für mich ein Mysterium ist, auch eine Herausforderung, ich bin ja in der Sufi-Gemeinschaft und wir machen jetzt seit diesem sozialen Distanz, haben wir sonntags auch so ein Zoom-Meeting. Das wird dann auch moderiert und ich erlebe es eben insofern anders. Es ist nicht so eine klare Struktur. Struktur finde ich hilfreich, was ihr aufgebaut habt. So. Und wo ich eben mit ringe, ist, wir kennen uns teilweise schon so lange, dass ich immer wieder merke, wenn ich Menschen begegne, die ich gar nicht kenne, dann ist ein frischer Geist da. Und wenn man schon lange miteinander, dann komme ich sehr schnell in so einen halbbewussten Zustand, ah ja, ich weiß schon, wie der denkt oder die. Ich weiß schon, da kommt so ein Vorbehalt.
schnell. Und das, da sich zu öffnen, ist mir noch nicht ganz gelungen. Immer wieder kommt dann so, kommen die Empfindlichkeiten sehr schnell. Ich weiß jetzt, niemand von euch kann ich jetzt wirklich triggern oder kann ich beleidigen, weil ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht. Da fühle mir überhaupt nichts ein. Aber bei denen, die ich kenne, da ist dann so, ah, da kommt jetzt irgendwas. Das wusste ich doch, dass die oder der mir das sagt. Ja, das ist natürlich bei uns auch ein großes Thema. Da haben wir auch schon einen Workshop dazu gemacht. Was triggert mich und wie gehe ich damit um, wenn ich getriggert werde? Und so weiter. Das ist ein großes Thema. Also, dann würde ich vorschlagen, wir machen die nächste Kleingruppe. Ihr könnt euch wieder wünschen, was für eine Gruppe das ihr möchtet. Und die Glücksfee wird die Karten mischen. Gut. Also, dann haben wir den Thomas, ich selbst und die Andrea, die Chantal, die Veronika und der Achim, der Martin und der Markus. Jetzt mal. Stimmt das da? Ja, gut. Eine Viertelstunde. Ja, ich sage noch schnell etwas. Ja. Ich würde euch empfehlen, bei dieser Gruppe nehmt mal in den Fokus von meinem Freundschaftsfeld, von meinem Umfeld, was fehlt mir noch oder was hätte ich noch gerne und was ist meine Strategie dazu, wie könnte ich das erreichen? Mhm. Und wir treffen uns wieder 9:05. Okay. Bis dann. Also sind alle wieder zurück. Ja. Wer möchte etwas sagen, erzählen von der Kleingruppe oder auch zum Thema im Allgemeinen? Einfach eine Minute pro Person könnt ihr. Also ich möchte ganz kurz was sagen, was mich bei der Veronika beeindruckt hat, dass sie stark an ihren Gefühlen gearbeitet hat, wenn im Äußeren, in Beziehungen irgendwas nicht gut war oder sie keinen Partner hat oder so. Und das ist nochmal genau das Thema gespiegelt, was der Markus vorhin eingebracht hat. Das wird mir, je älter ich werde, umso wichtiger, dass eben das Verhältnis, das ich zu mir selber habe, sich in allen möglichen Beziehungen immer wieder spiegelt und umgekehrt auch. Aber eigentlich treffe ich dann immer diesen Aspekt, wie ich mit mir selber umgehe, auch in allen anderen Beziehungen, egal ob jetzt privat, Partnerschaft, Ehe, Beruf oder so. Danke. Bitte. Ja, wer möchte noch etwas sagen? Ja, ich sage dann mal noch was. Ja. Die erste Runde war, da war das sehr, ein sehr weites Feld, das Thema. Das waren sehr viele Einzelthemen, die da zusammengepackt waren. Wodurch da so das ein oder andere ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Aber es war trotzdem, war schon gut so. Die Runde war trotzdem gut. Und dann bei der zweiten Runde war jetzt das Thema Freundschaft und die Beziehungen im Mittelpunkt gestanden. Und das war natürlich intensiver in Bezug auf dieses einzelne Thema. Und wie wichtig das allen ist, dieser Austausch miteinander, dieses sich gegenseitig unterstützen können, dieses Miteinander sein können und wie sehr das ein Mangel bei uns in der Gesellschaft ist, dass wir wirklich ehrlich miteinander umgehen. Das ist einerseits nichts Neues, andererseits immer mal wieder erschreckend, wie unnormal es ist, einen liebevollen, echten Umgang miteinander zu haben. Und wie schön es ist, dass sich so viele Menschen auf den Weg machen, das in sich und in ihrem Leben zu ändern. Genau. Ja, danke. Ja, wer möchte noch das Wort ergreifen? Ich möchte mich, hört ihr mich? Hallo? Ja. Ja, wir hören dich.
Ich bin ein bisschen am Zögern, das Wort zu ergreifen wegen dem Mikrofon. Ich möchte mich bedanken für die Kleingruppe jetzt gerade eben. Es war sehr inspirierend und danke für die Ratschläge. Und es auch, ja, es kommt immer wieder zum gleichen Punkt, was Veronika gesagt hat. Vielleicht sich nicht so sehr immer im Außen so zu verstricken, sondern erstmal bei sich zu schauen, wo ist denn bei mir der Mangel? Und dann werden auch die Leute zu einem selber kommen, wenn man aber an sich selber arbeitet und einem das auch bewusst wird. Sich selber mal Gedanken drüber macht, was fehlt mir dann, was wünsche ich mir, was sind meine Erwartungen, aber das dann halt wirklich reflektiert und dann weiß ich mal, guckt. Und ja, danke vielmals für die Kleingruppe, Achim und Veronika. Danke auch. Ja. Danke. Wer möchte noch etwas sagen? Dann erzähle ich noch etwas. Ich habe mal in einem vorherigen Workshop erzählt, es gibt viele arbeitslose Engel oder unsere Freunde in der geistigen Welt, die sind glücklich, wenn sie einen Auftrag bekommen, wenn wir ihnen einen Auftrag geben. Und das habe ich mir jetzt so angewöhnt bei meiner Meditation, jeden Morgen, manchmal auch untertags, mache ich das und sage dann, ich bedanke mich für die Menschen, die ich kennenlernen darf, die zu mir passen. Ich bedanke mich für die Menschen, die ich kennenlernen darf, die zu meinen Workshops passen. Oder die Menschen, die zum Mountainbiken passen, oder zum Essen, Kochen zusammen, oder auf den Markt gehen und zusammen spazieren, oder im Café sitzen und Kaffeehausgespräche führen und so weiter. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für wunderbare Zufälle mir jetzt die ganze Zeit passieren. Können wir uns gut vorstellen. Okay. Also, möchte noch jemand etwas sagen? Also, ich möchte noch was sagen zu Chantal, obwohl ich nicht in einer Kleingruppe war mit dir. Das schwingt noch bei mir. Dieses, du hast viele Ideen, aber kannst sie nicht umsetzen. Das ist so, das begleitet mich. Und naja, ich denke, da wird es nicht bei stehen bleiben, oder? Ich denke, das ist bei mir nicht und bei dir nicht. Brauchst du da jetzt eine Strategie oder was? Naja, offensichtlich bei dir, du bist an Markus begegnet, der dir hilft, das umzusetzen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, gut. Okay. Thomas, du hast ja jetzt den Markus auch getroffen. Und der uns, geistigen Welt. Ja, und uns alle, also. Ja. Also gut. Wir haben Halbzeit und wir treffen uns in 5 Minuten wieder. Das wäre dann 13, 15, ja, sagen wir 20 nach. Ja. Okay, gut, bis gleich. Bis gleich. Tschüss zusammen. Tschüss. Bis gleich. Also machen wir weiter mit unserem Workshop. Möchte noch jemand etwas erzählen oder etwas sagen zum Thema?
Sonst. Ja, ich würde vielleicht ganz schnell, also ich finde es eigentlich wieder, also das finde ich jetzt wirklich ein harziges, schwieriges Thema, auf jeden Fall für mich. Und es wäre mir wichtig, ich muss jetzt echt irgendwie über Strategien nachdenken. Wie ich das, ja, weil wie gesagt, also vor allem, wenn du zweimal ausgewandert bist, dann fallen ganz viele Menschen plötzlich aus deinem Leben weg. Und die sind dann nach 10, 12 Jahren auch nicht mehr da. Ja, da muss ich jetzt echt so ein bisschen an mir arbeiten. Ich habe mir noch überlegt, für die nächste Kleingruppe, es wäre vielleicht nützlich und schön, wenn wir uns darüber austauschen, was ist mein Ideal? Wenn ich jetzt daran denke, was wünsche ich mir, was möchte ich gerne, was wäre das Ideal für meinen Freundeskreis, für meine freundschaftlichen Beziehungen, aber auch für meine Projekte, was ich umsetzen möchte in meinem Leben, ist es natürlich auch sehr nützlich und sehr schön, wenn ich das mit anderen zusammen machen darf. Wenn ich Leute finde, Leute treffe, mit denen das gut geht, das würde ich vorschlagen für die nächste Kleingruppe. Also, dann gebe ich das Wort weiter an die Glücksfee. Kannst du es noch mal kurz wiederholen, Markus? Ja. Ich war jetzt nicht ganz aufmerksam. Entschuldigung. Wiederholen? Ja, kurz das Thema für die nächste Kleingruppe. Was ist dein Ideal? Was genau wünschst du dir für deinen Freundeskreis, für deine Projekte, für dein Umfeld, für dein Netzwerk? Was wäre dein Ideal, wenn du dir überlegst, was möchtest du gerne, wie möchtest du leben, wie müsste dein Umfeld aussehen, wenn es nach deinem Ideal gehen würde? Das ist auch wichtig für unsere Visualisierungen für unsere Zukunft, was wir uns wünschen. Dankeschön. Oh. Okay. Die Glücksfee. Ja, die Glücksfee. Also der Markus, auch ich selbst und die Veronika, Chantal, Thomas und Martin und der Achim und die Andrea. Jetzt teile ich euch da mal noch zu. Wo war jetzt der Martin? Da, ne? Eins. Du hast da so einen Lostopf und dann ziehst du. Ja, ich muss das immer wieder mischeln. Ups, und da muss ich das eben da von Hand verschieben. Das ist so ein bisschen, ja. Okay, gut. Okay. Dann machen wir bis um 21:45. Oder 20 vor. Ja, 21:45 ist okay. Okay, gut. Gut, bis dann. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Also, sind wir wieder zurück aus der Kleingruppe zum Thema, was ist mein Ideal, was möchte ich noch erreichen? Wer möchte etwas dazu sagen? Ja, gerne. Ja, mach Martin. Ja, sorry, ja. Danke. Ja. Es sind Begriffe,
gekommen, genannt worden, die Werte, grundsätzliche Werte zum Ausdruck bringen. Und das sind schon auch sehr konkrete Anhaltspunkte, eben auch für das Miteinander. Und da ein Ideal darüber zu definieren, was ja überhaupt jetzt nicht einen engen Rahmen stecken soll, aber also wenn es hochschwingende Begriffe sind, ich möchte mal das jetzt so formulieren, dann kann dadurch, durch diese Wertigkeit natürlich viel Segen kommen oder viel Gutes entstehen, wenn man die Ideale pflegt, wenn man das danach strebt. Und ja, fand ich schön als Hinweise und Beitrag. Danke, Martin. Danke. Wer möchte noch etwas sagen? Ja, ich sage kurz was. Also ich habe heute mehrheitlich so ein bisschen zugehört auch. Also und ich denke, es hat wirklich also etwas auch mit unserem Tun zu tun. Ja, also es hat auch etwas mit unserer Lebenssituation zu tun oder so. Es hat ganz für mich ganz bestimmt nicht nur etwas damit zu tun, dass wenn du selber irgendwie einen Mangel verspürst, dass es dann keine Freunde vom Himmel regnet, ja. Also wenn ich zum Beispiel, also ich suche jetzt keinen Partner, aber wenn ich jetzt einen suchen würde, ja, und nie etwas in diese Richtung tue, ja, dann kommt vielleicht mal der Pöstler vorbei, das war's dann aber. Also da kommt keiner an meine Tür und sagt, boah, du bist jetzt aber meine Traumfrau, ja. Also das, also für mich, meine Strategie ist ganz klar rausgehen und halt auch mit Leuten in Kontakt treten, ja, sonst kann ich da noch lange an mir arbeiten in meinem Kämmerlein. Ja, das nützt mir dann irgendwie auch nicht. Danke. Danke. Ja, wer möchte noch etwas sagen? Da möchte ich gleich Bezug drauf nehmen, Sonja. weil das war jetzt in unserer Kleingruppe so ein bisschen Thema, dass ich gesagt habe, ich arbeite immer an meinen Themen und in meinem Leben kommt dann das, was ich mir vorstelle, ist bis jetzt immer gekommen. Hat mich jetzt nicht erschlagen, vom Himmel fallend erschlagen, Markus, aber es ist immer gekommen. Es gab natürlich immer Entscheidungen von mir, die ich treffen musste. Irgendwann steht dann was da und dann musst du sagen ja oder nein. Ganz klar. Und es geht nicht darum, immer nur daheim zu sitzen, an sich zu arbeiten. Es geht darum, dem Inneren zu folgen. Und wenn ich meinen inneren Impulsen folgen kann und diese Arbeit an mir mache, dann komme ich dahin, dass sich meine Vorstellungen bis jetzt in meinem Leben sehr zuverlässig verwirklicht haben. Und zwar wirklich sehr zuverlässig. Ich kann es nur wiederholen. Also immer wieder in meinem Leben dachte ich mir, wow, ich stehe jetzt genau an dem Punkt, wie ich mir das vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 7 Jahren, keine Ahnung, das dauert schon immer ein bisschen, vorgestellt habe. Genau da stehe ich jetzt. Ist das jetzt das, was ich eigentlich haben will, oder ist es das jetzt nicht? Das ist dann die nächste Frage. Es kann dann schon sein, dass ich dann sage, naja, ich hätte es mir eigentlich ein bisschen anders, wäre es jetzt schon nett. Aber das ist ja okay. Und dieses Tun, Sonja, gehört ganz klar dazu, aus dem Innen heraus handeln. Genau. Danke. Ja, wer möchte noch etwas sagen? Darf ich vielleicht als Ergänzung zum vorhin Gesagten noch was hinzufügen? Aber kurz einfach. Weil ich habe Ideale und Begriffe zwar angesprochen, aber ich habe sie gar nicht genannt. Und das fehlt ja eigentlich dabei. Weil Ehrlichkeit, Akzeptanz, Offenheit und ein ganzheitlicher Austausch, diese also Ideale waren. Die Ideale, wovon ich meinte, da stecken Werte dahinter, Lebenswerte und was Tiefes. Und das als Ideal, das finde ich ja konkret. Das meinte ich vorhin auch mit hoher Schwingung und dass dann auch Segen kommen kann, wenn man danach strebt. Aber ich habe sie bloß nicht genannt, das habe ich jetzt nachgeholt. Danke. Also wir sind bereits wieder am Ende von unserem Workshop.
Und wir machen die Abschlussrunde. Jeder hat eine Minute Zeit und kann ein Feedback geben. Wie war für dich der Abend? Wie war für dich die Kleingruppen? Wie war es das Thema? Oder auch sonst, was du zum Thema zu sagen hast oder sagen möchtest. Jeder hat eine Minute Zeit. Und ich beginne mal bei der Chantal. Okay. Hört ihr mich? Ja. Okay. Eigentlich fand ich das Thema jetzt nicht so das Interessanteste, ehrlich gesagt. Also, aber im Endeffekt war es dann doch sehr interessant und es kam wirklich, kam jetzt noch ein Thema auf, wo ich jetzt noch genauer hinschauen möchte und noch mehr reflektieren möchte. Finde ich auch immer interessant, man denkt so, nein, aber dann eben doch. Ja, und immer wieder so spannend, der Austausch, also ich sage etwas und dann kommt ein Feedback. Und dann das Feedback, das stößt etwas in mir an oder das berührt etwas in mir, wo eigentlich schon da ist, aber noch schlummert. Und also eigentlich eine Antwort, eine innere Antwort, wo ich aber gar nicht in Berührung bin mit dieser inneren Antwort, aber durch den Austausch eben dann doch innerlich so berührt werde. Und das finde ich sehr schön. Und dann eigentlich wie auch durch den Austausch immer tiefer, aber in mich selber und nicht von außen die Antwort mir aneigne, sondern dass es mir etwas in mir auch anstößt, in mir resoniert und dass es dann eben auch meine Antwort ist. Ja, und ich möchte euch allen danken für den Austausch. War wirklich sehr inspirierend. Ja, und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke. Dann die Andrea. Ja, für mich war es heute auch schön. Ich glaube, es ist das dritte Mal, wo ich dabei bin. Heute kam zum ersten Mal ein Bild zu mir, nämlich vielleicht dadurch, dass die Gruppe auch heute größer war. Und wir haben ein gemeinsames Thema und wir haben diese Möglichkeit, darüber zu reden. Da kam das Bild zu mir, dass wir eigentlich so von einem einzigen Wesen herstammen. Wir sind zersplittert. Jede Seele lebt in einem individuellen Körper. Und mit solchen Gruppen entsteht wieder die Einheit zurück. Also wir können mit unserem Austausch, jeder spricht was aus und das, was der andere ausspricht, ist vielleicht nur eine verborgene Facette von mir. Und somit bekommen wir die Einheit wieder zurück. Und das finde ich so wunderschön. Ich weiß nicht, ob das nur mein Bild ist oder ob ihr das fühlen könnt. Danke. Ja, danke. Rudi, hörst du uns? Ja, er hört uns. Dass du mich ansprichst. Hört ihr mich? Zur Abschlussrunde möchtest du. Ja, wir hören dich. Möchtest ja. du etwas sagen Super. Zur Abschlussrunde? Ja, sehr, sehr gerne. Ich möchte mich bedanken, dass ich so passiv zuhören durfte heute. Ich hätte es sonst organisatorisch nicht anders geschafft, aber ich habe es sehr genossen. Und ich bin auch berührt von dem, was die Andrea jetzt gerade gesagt hat. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild und das ist, drückt eigentlich das aus, was ich auch empfinde. Und deswegen genieße ich diese Gruppengespräche mit euch so sehr. Ja, weil man hat es im Alltag eben leider Gottes zu selten, aber es macht eben Appetit, das immer wieder auch im Alltag zu probieren, bei jeder Gelegenheit in diese Richtung die Gespräche zu bringen. Und das ist eine wirkliche Bereicherung. Lasst uns das weiter kultivieren. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen, vielen Dank. Danke. Dann kommt der Martin. Ja.
Also ein leichter und sehr lebendiger Abend. Und die Vielfalt hat mir viel Freude gemacht. Vorfreude auf mehr. Ich könnte gerade noch ein Stündchen dranhängen. Aber es ist gut, wie es ist. Und ich danke euch. Danke. Dann kommt der Thomas. Vielen Dank auch. Vielfalt ist für mich immer ein Thema. Und wenn ich so euch auch sehe, die ich sehen kann oder konnte jetzt, dann merke ich, da ist auch nochmal die Vielfalt im Ausdruck vom Video. Hier Sonja, einen ganz eigenen Ausdruck. Chantal, einen ganz eigenen Ausdruck. Immer nah und fern und dann so, wie das Video das so zeigt. Oder Martin und deine Stimme so konziliant oder so fast diplomatisch und inklusiv. So. Und das meine ich auch ein Stückchen mit ganzheitlich. Es ist nicht nur das, was ich sage, sondern auch wie. Und die Stimmung und die Stimme, die ich dann wahrnehme. Das ist mir jetzt nochmal so ein Stück deutlich geworden. Und das ist mir bei mir manchmal so eine Gratwanderung, denke ich, habe ich jetzt das Richtige gesagt? Wie war jetzt die Resonanz? Habe ich da auch niemanden, bin ich an niemanden nahe getreten oder sowas? Und dann bin ich wieder unsicher. Aber es ist halt so eine schöne bunte Mischung. Und ich denke, es ist der Weg ist das Ziel, sag ich mal. Ne? Danke. Ja. Dann kommt der Achim. Du musst dein Mikrofon einschalten. Ja. Entschuldigung, lesen müssen wir noch lernen. Ich fand es wie immer vielseitig anregend. Ich möchte auch gerne bei den Bild von Andrea anknüpfen, dass eigentlich das ausdrückt, was ich auch so stark erlebe. Und auch in dem Ausdruck vom, als Daniele Ganser zum Ausdruck kommt, Menschheitsfamilie. Und ich habe den Eindruck, es geht jedes Mal tiefer, obwohl ich einige von euch jetzt zum ersten Mal hier in diesem Zusammenhang begegnet bin, habe ich den Eindruck, dass das trägt bei dieser Arbeit, dass sofort diese tiefe menschliche Ebene Verbundenheit da ist. Ganz persönlich fand ich anregend, das, was du gesagt hast, Markus, über das Verhältnis zu dir selber, was in allen Beziehungen, Partnerschaften und so weiter spiegelt. Das ist so ein Punkt, den ich mitnehme und auch bei dem Ideal ergab sich so eine Synchronizität. Also eines der höchsten Ideale ist für mich eine menschliche Lebensgemeinschaft, die offen ist und spirituell und gleichzeitig, wo der Einzelne nicht unterdrückt wird, sondern sich frei entfalten kann, gegenseitig unterstützt wird. Und lustigerweise kam an diesem Montag das Thema in unserem Meditationskreis bei 4 oder 5 Menschen, die in einer Umbruchssituation sind, Familie, Mietvertrag, Arbeitsverhältnis und so. Und da ist es auch so aufgeleuchtet, das Thema vielleicht wieder Lebensgemeinschaft. Das fand ich auch noch lustig so nebenbei. Ja, vielen Dank an alle. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Danke. Veronika? Ja, ich fand es auch wieder sehr schön. Ich habe diesmal besser gewünscht. Und dieser Austausch hier finde ich ja eine schöne Sache. Dieses entspannte und offene Miteinander sein können. Und Anregungen zu empfangen, auch im Miteinander. Auch die Gedanken von anderen, und das sehe ich auch ähnlich, Andrea, wie du. Für mich ist jeder Mensch eine Facette, die ich auch in mir habe. Oder zeigt mir eine Facette, so ist es vielleicht besser, die ich auch in mir habe. Und die ich in mir, je nachdem, wie ich den Menschen empfinde, vielleicht mehr lieben kann oder schon wertschätze. Und das verändert ganz viel, indem man, wie man die Welt wahrnimmt, indem man die Mitmenschen wahrnimmt. Und das ist was sehr Schönes. Also hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Und danke an alle für das gemeinsame Sein heute. Danke. Sonja? Ja, ich fand es wirklich heute wieder mal ein schwieriges Thema. Ich habe ganz viel Stoff zum darüber nachdenken und mir ein klares, also ich irgendwie, ich brauche da mehr Klarheit irgendwie, merke ich gerade.
und für mich selber. Und ich werde natürlich an meiner Strategie feilen, das ist klar. Und ich bedanke mich auch. Ich habe ganz viel Input gekriegt, viele Ideen, viele Dinge erkannt, viele, ja, also es war wieder sehr, sehr schön mit euch allen. Dankeschön. Ja, für mich war es auch ein schöner Abend. Und am Schluss bei den Idealen habe ich erzählt, mein Ideal wäre eigentlich so eine kleine Gemeinschaft von Herzensmenschen. Und die Sonja und die Chantal, wir haben uns ja eben letzten Montag zum Essen getroffen. Also ich habe etwas gekocht und Essen gemacht, um verschiedene Themen zu besprechen, unter anderem, wie wir da weitermachen mit dem Workshop, was ihr ja gesehen habt bei den neuen Themen, die jetzt da drauf sind im Mail. Und dann haben wir noch miteinander visualisiert und imaginiert für die Zukunft, für individuelle Themen, aber auch allgemeinere Themen wie Menschheitsfamilie oder die deutschen Völker, die neue Welt, die wir sind ja mitten im Umbruch. Ah ja, die zur Weltsituation habe ich nichts gesagt heute, habe ich vergessen. Ja, und da schimmert dann das so durch. Das ist genau das, was ich mir wünsche in meinem Leben. Das ist mein Ideal, wenn wir das zusammen so machen können, dass wir quasi innen und außen verbinden können, dass wir mit unseren Freunden in der geistigen Welt in Verbindung kommen, aber auch untereinander. Das fand ich wunderschön. Ja, und auch bei uns, bei diesen Workshops, schimmert das auch immer wieder durch. Und ich denke, mit der Zeit lernen wir uns immer besser kennen und dann steht immer mehr Vertrauen und dann schimmert eben immer mehr durch. Das finde ich sehr schön. Ja, also gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und schlaft alle gut. Und bis zum nächsten Workshop. Tschüss zusammen. Namaste, bye. Tschüss zusammen. Vielen Dank, gute Nacht zusammen. Gute Nacht. Tschüss. Gute Fahrt, Rudi. Dankeschön, danke. Tschüss. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Tschüss. Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren.